Hello everyone, my name is Nikola Milanković, I am 28 years old, I play football, I come in Fulda and I am very happy for come here and Fulda is the nice city and see you, bye. Das ist der nächste Neuzugang von Borussia Fulda. Am Dienstagvormittag präsentierte der Club aus der Johannisau Nikola Milanković. Der Kroate war 10 Jahre lang Profi in Serbien und Kasachstan. Internationale Erfahrungen sammelte der Defensivspieler bei 3 Einsätzen in der UEFA Europa League. Trainer Oliver Bundenthal freut sich schon auf die Zusammenarbeit. Bei uns Oliver Bundenthal. Olli, bist du zufrieden mit deinem Neuzugang? Ja gut, wenn man dir die Möglichkeit, so einen Spieler zu bekommen, ja, mit Profi-Erfahrung über Jahre auch ja, in Serbien hochklassig Fußball gespielt. Ja, da kann man schon froh sein, wenn man wirklich über unsere Partner, dann R&S Solution, die Möglichkeit hat, so einen Spieler zu uns zu bekommen. Ganz klar. Was ist die Zielsetzung für die neue Saison? Ja gut, ich denke mal, dass die Neuzugänge zeigen, dass wir mit Sicherheit jetzt nicht in die Liga reingehen wollen, um uns mal umzuschauen und da gegen den Abstieg zu spielen. Wir wollen mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Runde spielen. Wir wollen versuchen, möglichst frühzeitig ganz oben mit dabei zu sein. Irgendwas zu planen Richtung Aufstieg, denke ich, ist immer zu früh, ja, weil wir auch mal gucken müssen, wie sich die neuen Spieler integrieren, auch der Nikola, wie er dann hier in Deutschland klarkommt. Aber insgesamt freue ich mich schon auf die neue Saison. Wir werden auf jeden Fall vom Kader breiter aufgestellt sein. Ja, die Positionen, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet haben, die haben wir wirklich sehr, sehr gut besetzt mit guten Charakteren, ja, weil mir halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen Zusammenhalt, den wir uns dieses Jahr erarbeitet haben, dass der natürlich auch weitergeht, weil er ein großer Teil davon ist, dass man dann auch zum Schluss erfolgreich sein kann. Und ja, deswegen freue ich mich und denke, dass wir mit dem Nikola jetzt auch noch einen Spieler bekommen haben, der uns gerade in der Defensive absolut verstärken will. Denn wenn man oben dabei sein will, ja, das sieht man, denke ich, bei uns am Torverhältnis dieses Jahr. Wir haben sehr, sehr wenig Gegentore bekommen, haben viele geschossen. In der Offensive sind wir gut aufgestellt. Und jetzt haben wir nochmal wirklich einen sehr, sehr guten Mann bekommen für die Defensive. Und da muss ich oder kann auch sehr, sehr zufrieden sein.